wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Kell und heute haben wir wieder die Helfer-Nachrichten. Wir haben einige Nachrichten für euch bereitgestellt und ich fange am besten auch direkt damit an. Hamburg. In Hamburg haben sich ein paar Leute getroffen, ja, und zwar unter anderem unter der Leitung von Josh. Denn Josh bringt uns die erfreuliche Mitteilung, dass seine Gruppe in Hamburg es tatsächlich geschafft hat, dank tatkräftiger Unterstützung der Mitglieder einen Raum zur kostenlosen gemeinsamen Nutzung in einem Kulturzentrum zu finden. Er meint, sowas in der heutigen Zeit ist schon erwähnenswert und ist sehr dankbar dafür, dass es sich immer mehr zum Positiven wendet. Allgemein kann man sagen, natürlich kann man Treffen überall machen. Man kann das im Wohnzimmer machen, man kann es in verschiedenen Zentren machen und ähnliches. Ich würde empfehlen, dass man nicht eine Sache, sondern mehrere Sachen macht. Es kommt auf die Gruppengröße an. Ganz früher gab es mal sowas wie eine Stadthalle. Dafür wurden die Dinge auch gebaut. Diese Stadthalle ist dafür da, dass die Menschen sich zusammentreffen, was besprechen und so weiter. Aber nicht nur besprechen, sondern auch Spaß haben miteinander. So gibt es zum Beispiel einige Städte, wie zum Beispiel in Essen oder in diversen anderen Sachen, wo die AWO zum Beispiel auch den Leuten verschiedene Sachen zur Verfügung stellt. Das nur mal so als Hintergrund. Das könnte man natürlich auch machen und zwar überall. Ich wünsche euch dabei auf jeden Fall erstmal viel Spaß und könnt ihr euch auch natürlich zu Hause treffen. Auch da wünsche ich euch viel Spaß und ich wünsche euch alles, alles Gute bei der Findung dieser Orte. So, es gibt interessante Aktionen oder Webseiten. Dank Ricardas Hinweis haben wir von der tollen Aktion Mehr Bäume jetzt erfahren. Die niederländische Stiftung Mehr Grün, also M-E-E-R, Grün, G-R-O-E-N, Caring Farmers und Urgenda, also sowas wie Uganda, bloß mit R, tun sich zusammen, um mindestens 1 Million Bäume kostenlos zu verschenken. Die Ideengeber sehen das Pflanzen von Bäumen als Lösung, um den Klimawandel zu verlangsamen, die Biodiversität wiederherzustellen und den Bürgern eine positive Handlungsperspektive zu bieten. Mehr Bäume jetzt erntet Setzlinge, die in der Natur überzählig oder unerwünscht sind. Sie stehen zum Beispiel zu nah am Fußweg oder würden abgemäht werden. Diese Setzlinge werden zu einem Baumhub, also einem vorübergehenden Lagerplatz gebracht, oder sie werden gleich von jemandem abgeholt, der sie pflanzen möchte. Über die Funktion Baumfinde kann jeder die richtige Jungpflanze für seinen Standort klar machen. Noch verfügbar sind zurzeit unter anderem Hainbuche, europäische Lärche, Vogelkirsche, Fichte. Ihr möchtet kostenlose Bäume und euren Garten als Pflanzenstelle anmelden? In dem Fall schickt ihr einfach eine E-Mail an info@meherbaume.jetzt. So, noch einmal info@meherbaume.jetzt. So, ihr könnt übrigens auch Erntehelfer für Baumsetzlinge werden und an verschiedene Ernteaktionen am Niederrhein bzw. in den Niederlanden teilnehmen. Für mehr Informationen stöbert doch einfach mal auf der Webseite https://mehrbäume, also meherbaume.jetzt. Ansonsten findet ihr weitere Infos natürlich in unserem Kanal auf Helfer-Nachrichten. Da findet ihr jede Woche auf jeden Fall einen Zusatz und da könnt ihr euch auf jeden Fall die ganzen Adressen und ähnliches nochmal angucken. So, Claudia empfiehlt uns das Interview, das Ricarda in der Rubrik Helfer interviewt inspirierende Menschen geführt hat, mit der vielseitigen französischen Künstlerin Bilbo Calves über ihren 2021 erschienenen Roman Saruge, stell dir vor, es gibt kein Geld mehr. Es wird gerade eben, ist in der Pipeline eine weitere Info darüber oder ein Interview mit vielen anständigen, inspirierenden Menschen. Also, klickt einfach mal rein, guckt nach, was passiert und ich hoffe, wir kriegen auch weitere Informationen und Videos von Ricarda interviewt oder auch von anderen Leuten und auch von euch, weil jeder darf bei uns mitmachen. Ihr könnt nette, anständige Menschen interviewen. Am besten holt ihr zwei Kameras, eins von vorne und eins leicht von der Seite und schickt uns diese Videos dann, die wir dann zusammenschneiden und
dann online stellen. Also, wenn ihr Lust habt mitzumachen, viel Spaß beim Interviewen von inspirierenden Menschen. Wir suchen immer wieder Leute, die das Ganze machen. Ja, zurück zum Thema. Schon seit etlichen Jahren beschäftigt sich Bilbo immer stärker und auf interessanten Wegen mit dem Thema, wie wir auf individuelle und vielfältige Weisen die Abhängigkeit von Geld abbauen können und dabei alle glücklich sind. Bleiben oder werden. 2004 hielt sie als Zeitreisende eine Rede vor dem Brandenburger Tor in Berlin, in der sie eine Zukunft beschrieb, die in einer Gesellschaft ganz ohne Geld, Kriege, Grenzen und Regierung funktioniert. Das Interview hält bestimmt für jeden einen oder anderen kleinen Denkanstoß bereit. Ja, und da kann ich vielleicht auch eine ganz kleine Geschichte dazu erzählen. Ich habe die Dame nämlich kennengelernt. Sie war bei einem meiner Vorträge mit dabei und ist nach 5 Minuten gegangen. Ich war ein bisschen pikiert und dachte mir so, okay, warum geht sie einfach? Egal. Dann habe ich ihr gesagt, danach haben wir uns getroffen, meinte sie, ja, das kannte ich schon ein bisschen, aber alles gut. Und dann habe ich gesagt, okay, komm morgen nochmal vorbei, dann wirst du auf jeden Fall was Neues hören. Dann war sie den nächsten Tag dabei, ich habe was anderes erzählt, war sie wieder 5 Minuten da und dann ist sie gegangen. Habe ich gefragt, okay, jetzt ist ein bisschen, langsam nehme ich es persönlich, also so Spaß natürlich, langsam nehme ich es persönlich, warum bist du gegangen? Meint die so, pass mal auf, ich habe gleich eine Vorlesung, setz dich mal bitte dazu. Ich habe mich 5 Minuten dazugesetzt, ich habe nur gelacht, bin aufgestanden und gegangen nach 5 Minuten. Das Ding ist, wir haben nicht zusammengearbeitet, wir haben wirklich nie irgendwas miteinander gemacht. Aber der Inhalt ihres Buches spiegelt 1:1 Helfer wider, ohne dass das Wort Helfer drin vorkommt und ohne dass sie von Helfer wusste und ich wusste nichts von ihrem Buch. Das heißt, wir haben ganz unabhängig fast genau das Gleiche gemacht, mit vielleicht leicht anderen Worten, aber genau das Gleiche. Sie hat daraus einen Roman gemacht, wir haben daraus ein Projekt gemacht, was man leben kann. So, ganz nebenbei auch zu erwähnen, auch mit Solaris arbeiten wir zusammen und die haben auch was Ähnliches gemacht, ohne dass sie uns kannten und ohne dass wir sie kannten. Auch da wieder, viele Wege führen genau in dieselbe Richtung und das ist für mich ein Zeichen, dass es nicht danach geht, was ich sage oder was andere sagen, sondern ich glaube, dass es momentan die Zeit dafür ist, dass das genau reinkommt. Und damit kommen wir jetzt zu dem allgemeinen Talk. Viel Spaß. So, also, was ist der allgemeine Talk? Was ist passiert? Und wir hatten eine echt Hammerwoche. Also ich hatte jedenfalls eine sehr Hammerwoche mit sehr, sehr vielen Sachen und so weiter. Am letzten Freitag hatten wir ein Meeting, ein Online-Meeting. Da ging es um Free Planet Earth. Free Planet Earth. Ja, dann, ich glaube, die Überschrift davon war Helfer, Next Step, Free Planet Earth. Was ist Free Planet Earth? Als allererstes muss einem ganz klar sein, dass im Ausland das H für Helfer nicht sehr oft gesagt, also nicht anständig gesagt werden kann. Und damit haben einige Leute das Problem, Helfer auszusprechen. Darum geht es aber nicht. Es geht um viel, viel mehr. Wir haben ein zweites Projekt auf die Beine gestellt und dieses Projekt kümmert sich um strukturelle Sachen, wie man Projekte aufbauen könnte. Das heißt, diese Gruppierung wird versuchen, mehrere Netzwerke miteinander zu verbinden, ohne dass sie ihre Autonomität verlieren, ohne dass sie den Namen verlieren und so weiter. Weil einige Leute haben tatsächlich das Problem, zu Helfer zu kommen, wegen dem Namen, wegen dem, wegen dem, wegen dem. Free Planet Earth gibt Standards raus, Ideen, Schnittstellen, wie man miteinander zusammen agieren kann. Und erste Sachen fangen wir jetzt schon an umzubauen. So können wir zum Beispiel die Lokalgruppen, die jeder hat, können wir ein bisschen umbauen. Wir bauen jetzt zum Beispiel die Lokalgruppen, haben jetzt Unterthemen oder Untergruppen innerhalb der Gruppe. So können wir da zum Beispiel Bietesuche anbieten, Mitteilungen, Profile, Diskussionen und ähnliches. Und so kann jeder da reingucken, wo er will. Auch wenn man Themengruppen hat, ne? Zum Beispiel ist eine Gartenthemengruppe. Also man hat eine lokale Gartenthemengruppe. Könnte man die auch als Unterthema reintun, sodass jeder, der auch nicht mitmacht, vielleicht aber interessiert ist, ab und zu mal reingucken kann und vielleicht mal mitmachen kann. Ne? Und auch Berufsgruppen könnten damit reingehen, so dass man zum Beispiel, wenn man einen Arzt sucht, in dem Unterordner Arzt vielleicht reinschreiben kann, du, ich bräuchte das und das, kannst du mir helfen oder kann mir jemand helfen? Kann man das weiterleiten? Und damit könnte man eine schöne Sortierung innerhalb der Helfergruppe machen. Dazu gibt es auch eine Info,
in der Info-Admin-Gruppe, wo ihr euch erkundigen könnt, wie das Ganze funktioniert. Nochmal, bei uns ist jede Gruppe frei. Was wir machen ist, wir bieten an. Aber das ist nicht das Einzige, was wir machen. Wir haben jetzt auch zusammengesetzt und verschiedene weitere Themengruppen in Gang gesetzt. So werden wir zum Beispiel auch weitere Themengruppen aufmachen, die in der Realität stattfinden, um später vielleicht Veranstaltungen zu machen. Das heißt, wir versuchen, die Gruppen, die wir haben, stärker zu vernetzen miteinander, sodass die Leute sich kennenlernen. Und dadurch hoffen wir, dass wir etwas weniger am PC sitzen, dafür aber viel, viel, viel mehr in der Realität. Denn die Realität ist das, was zum Schluss alles ausmacht. So, also wir legen jetzt erstmal Grundsteine dafür, dass später noch einiges anders gemacht wird. Wir haben ja, und das haben wir jetzt gesehen in der letzten Woche, relativ auch negative Nachrichten gehabt. Und natürlich ist jetzt nach so einem Schock oder nach einer Veränderung, ist jetzt nicht jeder wieder, ja, okay, super. Aber, und auch das wollen wir verändern, weil wir bieten jetzt mit einem frischen, neuen Wind an, mit ganz neuen Ideen, bieten wir den Leuten an, etwas zu partizipieren, worauf sie richtig Lust haben. Und da fangen wir an. Wir haben zum Beispiel eine neue Gruppe, die nennt sich Orgas Stellenbeschreibung. Dort schreiben wir alle oder können alle Orgas, die Leute suchen für bestimmte Sachen, können da ihre Stellenangebote machen und ihr könnt euch darauf bewerben. Das heißt, wenn zum Beispiel die Medienorga jemanden sucht, und das tun wir jetzt tatsächlich, jemanden sucht, der Design macht, also Deckblätter macht und ähnliches, oder der zum Beispiel sich um das Ganze im Hintergrund kümmert, ne, wie zum Beispiel Umfragen erstellen, das machen, das machen, das machen. Dann können wir dort in der Medienorga einfach eine Bewerbungsanzeige raushauen, entweder per Video oder per Text, können sagen, bei wem ihr euch melden müsst, damit die Leute dann sich melden können, wenn sie Lust haben, da mitzumachen. Die werden dann eingewiesen und dann geht es weiter. Yeah! So, also, wenn ihr also eine Orga habt und Leute sucht, ist genau dieser Ort der richtige. Und wir werden auch weiterhin dafür Werbung machen. Wir werden auch ein kleines Video dazu drehen, was mehr Werbung macht und euch das Ganze noch, euch noch näher zu bringen. Was gibt es ansonsten für Neuigkeiten? Eines der Top-Neuigkeiten ist, wir haben jetzt eine Schulungsorga. Diese Schulungsorga funktioniert sehr, sehr gut. Das ist der Hammer. Aber wir gehen jetzt noch einen Schritt weiter, denn die Free Planet Earth Gruppe ist der Meinung, dass wir unbedingt in Anführungszeichen Akademien aufbauen müssen. Und die Akademien, die sind nicht nur von einzelnen Leuten zu machen, sondern ihr, genau ihr, ihr sollt mithelfen, dass andere Menschen mehr wissen. Denn je mehr Wissen die Menschen haben, desto freier können sie entscheiden. Stellt euch mal vor, ihr müsst einen bestimmten irgendwas machen und ihr habt nur eine Sache gelernt, wie man es macht. Das bedeutet, es wird schwierig für euch, ein Werkzeug auszusuchen, um etwas zu bauen, denn ihr werdet immer nur das eine Werkzeug holen. Lernt ihr aber verschiedene Werkzeuge zu benutzen. Es gibt nicht nur einen Hammer, es gibt auch einen Schraubendreher, es gibt auch eine Zange, es gibt auch das, das, das. Wenn ihr die ganzen Werkzeuge habt und ihr dann selber aussuchen könnt, was ihr braucht, um zum Beispiel eine Schraube in die Wand zu hämmern, ich weiß, die dreht man rein, aber ne, in die Wand rein zu tun, dann wisst ihr, dass man nicht immer nur den Hammer benutzen muss, sondern auch einen Schraubendreher. Und wenn ihr auch noch einen Dübel kennt, ist das noch viel, viel besser, weil dadurch bleibt die Schraube viel besser in der Wand hängen. Was ist also die Idee? Die Idee ist, durch Akademien und durch das Wissen und Ähnliches, dass wir die Menschen noch viel, viel freier machen. Und jetzt stellt euch vor, eure Gruppe zu Hause weiß nicht, was mache ich denn, was habe ich denn für Rechte, was habe ich für Pflichten, was habe ich für Ideen. Jetzt kommt's. Durch die ganzen Akademien, wer Lust hat, werden wir Multiplikatoren weiter ausbilden. Diese Multiplikatoren werden anderen Leuten auch beibringen, was man machen kann. Jeder darf in der nächsten Zeit auch mitmachen bei den Schulungen. Wir werden versuchen, das Schulungsangebot viel, viel, viel größer und öfter zu machen. So bin ich zum Beispiel jetzt gerade dabei,
eine Admin-Schulung zu machen. Was macht einen Admin aus? Was darf er nicht? Was ist rechtlich in Ordnung, was ist nicht rechtlich in Ordnung? Welche Werkzeuge darf er benutzen und welche nicht? Und da lade ich alle dazu ein. Demnächst wird das in der Schulungsorga bzw. in der Schulungsgruppe und auch in diversen anderen Gruppen werden wir dieses Angebot anbieten, so dass alle Leute, egal ob ihr Moderatoren seid, egal ob ihr nicht Moderatoren seid, dass ihr die Schulung alle besuchen könnt und dadurch wisst ihr, wenn ein Moderator irgendwann mal einschreitet, dann wisst ihr, okay, das darf er, okay, jetzt übertreibt er. Weil alles ist eine Balance. Es gibt kein, das darf man nicht. Einem zu sagen, alles darf man machen, was man will, dadurch würde zum Beispiel ein Tsunami ausbrechen und dadurch würden die Leute darunter oder die ganze Gruppe zersprengt werden. Um das zu verhindern, muss ein Admin zum Beispiel manchmal frühzeitig Gegenmaßnahmen treffen, damit das kaputt geht. Trifft er zu viele Gegenmaßnahmen, das heißt, nimmt er den Leuten alles weg, wird es als Zensur gewertet und dadurch verliert man sehr viele Menschen. Also die Balance da zu finden, das Ganze nicht darüber einbrechen zu lassen, sondern viel früher und so weiter, das alles werden wir dann in verschiedenen Schulungen zum Beispiel lernen. Also, Lernen ist eines der größten und wichtigsten Sachen. Und warum? Ganz einfach, damit jede Gruppe tatsächlich frei ist. Denn das haben wir in der Vergangenheit gesehen. Viele Sachen, die nicht Teil des Helferprinzips sind, haben sich etabliert in Helfer. Wir dürfen das nicht, wir dürfen das nicht, wir dürfen das nicht. Diese negative Energie, die hier ist, die muss weg. Und aus diesem Grund versuchen wir mit neuen Ideen und neuen Vorangehensweisen, die Menschen wieder in den Spaß reinzubringen. Denn ihr wisst ganz genau, die Plus-1-Regel besagt, dass ihr Käffi haben müsst. Und Käffi heißt Herzensliebe, Herzensgüte, Herzensfreude. Es muss von innen kommen. Und ich würde mich freuen, wenn das auch bei euch ankommt. So, das auf jeden Fall zu dem, was in den letzten Tagen alles passiert ist. Das ist hammer viel passiert. Es ist noch viel, viel mehr passiert. Aber Step by Step by Step. Wie geht es nun weiter? Gut, viele Sachen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, waren teilweise gut, teilweise nicht so gut. Lass uns zusammen daran arbeiten, dass wir das ändern. Denn nur zusammen werden wir das schaffen. Das heißt, die Zukunft wird Step by Step by Step dazu genutzt, dass die Account-Orga, die momentan da ist, die sehr, sehr viel Macht hat, dass die etwas weniger Macht kriegt. Das heißt, wir werden Schritt für Schritt für Schritt versuchen, alles ein bisschen abzubauen. Wir haben jetzt zum Beispiel in Bremen einen neuen Versuch, die Gruppe wieder zu beleben. Und das ist richtig cool. Wir haben auch schon die ganz neue Struktur aufgebaut. Ah nee, das war nicht in Bremen, das war in Potsdam und in Barnim. Und auch da, in allen drei Sachen versuchen sie wieder, die Gruppen zu beleben, die Gruppen zu vergrößern, eine festere Bindung zu haben und sich etwas mehr an die Helferregeln zu halten. Denn einfach nur eine Gruppe, eine lasche Gruppe zu haben, die ist, wird nie dazu beitragen können, dass man in einem Fall der Fälle versucht, auch Katastrophen zum Beispiel anständig zu überstehen. So. Jetzt habe ich ziemlich viel geredet darüber. Jetzt kommt eine Sache, die noch nicht bestätigt ist und trotzdem möchte ich euch vielleicht das schon mal sagen, weil wir arbeiten sehr, sehr stark daran, dass das Ganze Step by Step umgesetzt wird. Ich habe ein Angebot bekommen, nach Uganda zu fliegen und dort auch Helfer aufzubauen. Das bedeutet, dass ich hier Griechenland dann natürlich für zwei Monate verlasse, um nach Uganda zu fliegen. Sagen einige Leute, das ist gefährlich. Andere sagen, wow, geil, freue mich für dich. Es ist wahrscheinlich beides und ich weiß echt nicht, wie das Ganze funktionieren soll. Wir gucken gerade und wir planen gerade eine Route, was ich in Uganda mache und so weiter. Dafür müssen wir aber ziemlich viel, was wir bisher geschafft haben, auch weiter etablieren und weiterhin so machen, dass ihr davon anständig leben könnt. Und für mich bedeutet das dreifache Arbeit. Denn ich muss nicht nur nach Uganda fliegen und dort das Ganze aufbauen. Ich werde auch weiterhin Deutschland unterstützen, so weit wie ich kann. Es ist nicht in meinem Interesse, dass ich alles alleine mache. Deswegen, bitte lasst uns innerhalb dieser Zeit, wo ich hier in Deutschland bin, das Ganze so aufbauen, dass wir alle als Gruppe, als Miteinander das so hinkriegen, dass Helfer ganz von alleine läuft, am besten. Und dass ich dann in Uganda das Ganze aufbauen kann. Also das Angebot habe ich bekommen. Da geht es auch
auch leider um viel Geld, weil ne, man muss reisen. Und trotzdem, ich werde es versuchen. Also ich werde gucken, ob wir das jetzt hinkriegen. Ne? Visum und so weiter. Ich werde versuchen, das Ganze in Gang zu kriegen. Und ich hoffe, dass wenn ich da fertig bin, dass ich dann wiederkomme, dass wir dann hier weitermachen können in Griechenland. Also ich vergesse niemanden. Aber es steht viel, viel auf dem Plan. Lasst uns zusammenarbeiten, lasst uns was aufbauen. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Gut, und mit diesen neuen positiven Worten und mit diesem frischen Wind wünsche ich jeden, heute Abend auf jeden Fall viel Spaß. Na gut, bei euch ist frischer Wind wahrscheinlich jetzt nicht ganz so gut, weil heute haben wir wieder Wetter. Ne? Bei euch ist es wahrscheinlich relativ kühl. Hier, ja, abends ist es kühl, tagsüber ist es richtig schön warm. Also, ne? Wer jetzt unbedingt etwas Warmes haben will, kann ruhig nach Griechenland kommen. Momentan ist es wirklich sehr angenehm. Man könnte sogar schwimmen gehen, wer sich ein bisschen traut, in die Kälte reinzugehen. Das Meer ist relativ warm. Es ist sehr, sehr kalt, aber relativ warm. Man kann schwimmen gehen. Es ist jetzt nicht, was man empfehlen würde, aber man kann. Und die Temperaturen hier sind sehr schön. Gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich wünsche euch allen viel, viel Spaß, einen wunderschönen Abend. Und jetzt geht's weiter mit Cal. Hier geht es um die Gruppen, die keinen Moderator oder Admin mehr haben. Was machen wir mit denen? Sehr spannendes Thema. Ich freue mich schon drauf. Und euch wünsche ich alles Gute. Ach ja, und eine letzte Sache. Frieden werden wir nur schaffen, wenn wir alle zusammenhalten. Aus diesem Grund lasst uns alle zusammenhalten und Frieden schaffen. Und lasst es uns in Liebe tun. Nicht spalten, zusammenhalten. In diesem Sinne. Wir sehen uns. Ciao.